die Grande. Wie lange wollen Sie bleiben, Herr Borgi? Ich bleibe eine Woche. Vielleicht auch zwei oder noch länger. Es kommt ganz darauf an. Dann wünsche ich Ihnen einen angenehmen Aufenthalt. Süd Nummer 3. Ich habe doch Fernsehen auf meinem Zimmer. Ja, natürlich. Könnte ich einen Videorekorder haben? Kann man so etwas anschließen? Das ist möglich. Für Ihre eigenen Kassetten? Ja. Wir haben einen Konferenzraum, der auch dafür vorgesehen ist. Auch. Nein, ich möchte mein Zimmer vorziehen und hoffe, dass es keine Schwierigkeiten macht. Macht es keine. Haben Sie noch einen Wunsch? Wie alt sind Sie? 18. Schönes Alter. Danke sehr. Einen Augenblick. Ich möchte gerne etwas essen und etwas trinken. Der Zimmerservice hat die Nummer 9. Sie kennen sich jetzt aus. Ich denke schon. Ist das recht? Gern. Der Wein? Bitte machen Sie ihn auf. Ein sehr guter Wein, den Sie da ausgesucht haben. Ich weiß, ich trinke ihn immer. Zu besonderen Anlässen. Und jetzt sag nicht, dass es ein schlechter Einfall ist. Ich will dir nämlich zeigen, wie es mir geht. Also, mir geht es großartig. Ich bin fabelhaft untergekommen. Das Zimmer, was du siehst, in dem wohne ich. Und jetzt stehe ich hier erstmal und sag dir Dankeschön, dass du mir erlaubt hast, nach München zu gehen. Ich weiß nämlich, dass du große Angst gehabt hast, dass ich hier verloren gehen könnte. Aber ich sag's dir gleich, München und ich haben sich gesucht und gefunden. Und jetzt siehst du mein Kolleg-Heft. Ich habe mitten im Satz aufgehört, weil mir auf einmal die Idee gekommen ist, dir alles auf Video zu zeigen. Weißt du, es ist ein bisschen unordentlich hier, aber ich habe der Versuchung widerstanden, dir ein aufgeräumtes Zimmer vorzuführen. Du hättest es gemerkt. Und ich habe dir eins versprochen, dass ich dich nie anschwindeln werde. Was ist denn hier los? Und das ist meine Wirtin, Frau Kramer. Ach, ich mache nur gerade für meinen Vater ein paar Videoaufnahmen, damit er weiß, wohin ich geraten bin. Bitte, Kramerin, sagen Sie mal was. Was soll ich denn sagen? Na, was für ein gutes Kind ich bin. Na, dass Sie das sind, das weiß Ihr Vater wohl. Na, sagen Sie es mal mit Ihren Worten und hier rein und kommen Sie mal ein bisschen näher. Also gut. Ihre Tochter, die Susanne, ist ein gutes Kind. Sie ist ein junges Mädchen von der Sorte, die es heute nur ganz selten gibt. Na, übertreiben sollten Sie aber auch nicht. Ich übertreibe ja nicht. Aber nun stellen Sie das Ding mal ab. Darf ich Ihnen behilflich sein? Ja, ich suche einen Dr. Lessner. Büro Lessner, erste Stock links. Danke vielmals.
Sie wünschen? Ich hätte gern Dr. Leschner gesprochen. Haben Sie einen Termin? Nein, ich habe keinen Termin. Um was geht es denn? Es ist eine private Sache. Dann sollten Sie mir sagen, was Sie eine private Sache nennen. Sagen Sie meinen Namen. Ich heiße Borgert. Ach, Sie meinen, er kennt Sie? Ich denke, er kennt den Namen. Warten Sie bitte. Ein Herr Borgert will dich sprechen. Borgert? Er sagt, du kennst den Namen. Ich kenne eine, kannte eine Susanne Borgert. Meint er dich? Er hat nur gesagt, wie er selber heißt. Wie alt ist der Mann? Etwa 60. Könnte ihr Vater sein. Du kennst doch Susanne, erinnerst du dich nicht? Ja, sie war deine Freundin. Ja, nicht lange, kein halbes Jahr. Was bei dir sehr lange ist. Wenn das ihr Vater ist, was will er? Am besten du fragst ihn. Nein, er soll verschwinden, ich habe keine Zeit. Aber das verstehe ich doch sehr gut. Ich muss mich entschuldigen, dass ich mitten in der Bürozeit gekommen bin. Sagen Sie ihm, ich hoffe, nicht allzu sehr gestört zu haben. Ich werde mich einfach mal wieder melden. Besten Dank. Aber bitte. Darf ich fragen, wie es ihm geht? Es geht ihm sehr gut. Sagen Sie ihm, dass ich das erstaunlich finde. Ist er weg? Ja, er ist weg. Hat er noch was gesagt? Ja, er hat gefragt, wie es dir geht. Ich sagte ihm gut. Und das fand er erstaunlich. So eine Frechheit. Ja, wer ist da? Spreche ich mit Dr. Leschner? Mein Name ist Borgert. Borgert steht da draußen. Was will der von mir? Ja, lass ihn rein und frag ihn. Dann wirst du erfahren, was er von dir will. Oder hast du Angst? Frag du ihn, was er will. Besser, du schickst ihn weg. Mein Name ist Borgert. Ist es möglich, ein paar Worte mit Herrn Dr. Leschner zu sprechen? Darf ich Sie fragen, worum es geht? Ich wollte ihm nur eine Frage stellen. Bitte kommen Sie herein. Herr Dr. Leschner, nicht wahr? Ja, der bin ich. Wir haben uns noch nicht kennengelernt, obwohl ich Sie sehr gut kenne. Sie kennen mich sehr gut? Susanne, meine Tochter, hat Sie beschrieben. Sie seien jemand, der es versteht, mit Menschen umzugehen. Sie wollte, dass ich Sie sympathisch finde. Und ich fand Sie sympathisch. Das ist sehr schön. Das freut mich. Darf ich Ihnen etwas zu trinken anbieten? Nein, ich trinke in diesem Hause nichts. Ich bin nur gekommen, um Ihnen eine Frage zu stellen. Warum waren Sie nicht auf der Beerdigung meiner Tochter? Ich hatte natürlich von Susannes tragischem Tod gehört. Warum war ich nicht bei der Beerdigung? Wahrscheinlich, weil ich keine Zeit gehabt habe. Irgendwas muss dazwischen gekommen sein. Sie waren befreundet mit ihr? Ja, aber auf eine Weise, so bin ich mit vielen Leuten befreundet.
Sie hat sich hier sehr wohl gefühlt. Sie hat mir dieses Haus beschrieben, jedes Zimmer. Ich würde mich hier zurechtfinden mit geschlossenen Augen. Ich weiß, wo das Schlafzimmer liegt. Im ersten Stock. Ganz weiß. Bilder von Miro, die ihr besonders gut gefallen haben. Meine Tochter hat sie sehr gern gehabt. Sie sagte, Vater, ich liebe ihn. Was für ein Wort, nicht wahr? Ich habe mal irgendwo gelesen, dass das Wort Liebe das Wort ist, das in der Welt am häufigsten falsch verstanden wird. Was hält man nicht alles für Liebe und ist doch etwas ganz anderes. Sie haben ihr Kokain gegeben. Ach, das ist es. Hören Sie, ein bisschen Kokain ist eine Sache. Eine ganz andere Sache ist es, wie man damit umgeht. Dazu braucht man Beherrschung. Selbstkontrolle, sowas in der Art. Und Susanne war da wohl nicht die Stärkste. Ja, die Stärkste war sie nicht. Sie war arglos. Wer arglos ist, ist nicht sehr stark. Nein, die Stärke in dem Sinne, wie Sie es meinen, die hatte sie nicht. Die Arglosen. Sie vertrauen und sie glauben. Und was sie glauben, stellen sie nicht in Frage. Sie haben einen arglosen Menschen umgebracht. Was reden Sie da? Ich habe niemanden umgebracht. Und was daraus geworden ist, damit habe ich nichts zu tun. Überhaupt nichts. Das ist nicht meine Sache. Und wenn Sie das weiter behaupten, dann werde ich gegen Sie vorgehen. Sie haben sie auf den Weg gebracht, auf dem am Ende der Tod steht. Verschwinden Sie und laufen Sie mir nie mehr über den Weg. Keine Sorge. Wir werden uns nie wiedersehen. Was sagst du dazu? Der Mann ist doch verrückt. Ist er? Er ist er nicht. Dieses Mädchen war arglos und du hast das gewusst. Ja, bist du jetzt auch verrückt? Nein, Albert, aber ich werde dir was sagen. Mit allem, was dieser Mann gesagt hat, hat er recht. Er weint um seine Tochter. Mit jedem Wort, das er sagt, weint er um sie. Immerhin hat er gesagt, ich werde ihn nie wiedersehen. Verbinden Sie mich mit dem Restaurant. Oder können Sie es übernehmen, mir einen Tisch im Restaurant zu bestellen? Eine Person auf den Namen Borgelt. In einer halben Stunde. 10.30 Uhr. Ist das nicht zu spät? Danke. Sie waren mein Zimmerkellner. Ja, ich war heute Mittag beim Zimmerservice. Sie haben mir einen sehr guten Wein gebracht. Sie haben ihn ausgesucht. Ich möchte heute Abend ausgezeichnet essen und da bin ich auf Ihre Hilfe angewiesen. Sehr gern. Also dann mal ein Aperitif vorweg und dann stellen wir das Menü zusammen. Suppe, Vorspeise, Fisch, dann Fleisch. Dazu serviere ich Ihnen einen sehr guten Mosel. Ich komme von der Mosel, da versteht man sich auf Wein. Und später dann einen roten. Geben Sie mir bitte die Karte. Sehr gern. Für mich gibt es Rotweine der verschiedenen Art. Für leichte Stunden, in denen der Wein zu den Gesprächen passt. Für ernsthafte Stunden, in denen der Wein zwar da ist, sich aber nicht vordrängen darf. Und für Stunden des tiefen Nachdenkens, in denen der Wein und der ihn trinkt,
so gut wie eins sind. Und welche dieser Stunden haben wir jetzt? Die des tiefen Nachdenkens. Susanna? Kommst du? Ja, ich mach nur das Licht aus und lass die Jalousien runter. Ist irgendwas? Nein, ich habe draußen nur irgendein Geräusch gehört. Ich komme! Albert! Albert? Ist es doch spät geworden. Wie viel Uhr ist es? Kurz vor 12. Tiefes Nachdenken. Dabei vergeht die Zeit wie im Fluge. Und manchmal wacht man anders auf als der, der man war. Leistung hier raufzuklettern. Drei Geschosshülsen aber gefunden. Kaliber 7,65. Ich bin ganz hilflos. Erklärung, ich habe keine. Das ist für mich alles so unvorstellbar. Ja, ich verstehe. Darf ich fragen, wer Sie sind? Rosanna Wolf. Und Ihre Beziehung zu dem Toten? Wir leben zusammen. Ich wohne in diesem Haus seit einem halben Jahr. Haben Sie vielleicht irgendeine Vermutung, wer geschossen haben könnte? Nein. Ich denke an nichts anderes. Wer hat das getan? Jemand wollte seinen Tod. Dabei hätte er es einfacher haben können. Wissen Sie, die Jalousien waren nicht geschlossen. Kletterte eine Hauswand hoch, wozu? Um ihn in seinem Schlafzimmer zu erschießen. Schauen Sie, jeder Mensch hat Gegner, er hat Konkurrenten, Naja, er kennt Menschen, die nicht völlig seiner Meinung sind, also mit einem Wort. Er hat Feinde. Albert war überall beliebt. Er hatte nur Freunde. Das gibt's nicht. Wissen Sie, er legte es darauf an, Freunde zu haben. Er war ein Lebenskünstler. Zu leben hielt er für eine Kunst, in der er sehr begabt war. Sehr begabt. Woran?
Woran denken Sie jetzt? Ich überlege, ob das stimmt, was ich jetzt sage. Wir hatten heute Abend Besuch von einem älteren Herrn, der Vater einer früheren Freundin von Dr. Lessner. Er machte ihm Vorwürfe. Er hielt ihn für schuldig. Ich sage jetzt die Worte, die er gesagt hat. Er hielt Dr. Lessner für schuldig, seine Tochter umgebracht zu haben. Und das sagen Sie, er hatte nur Freunde. Dieser Vorwurf ist natürlich unsinnig. Albert hat niemand umgebracht. Er hatte vor einiger Zeit eine Freundin, ein junges Mädchen. Sie ist in der Drogenszene umgekommen. Selbstmord. Und ihr Vater gab Dr. Lessner die Schuld. Kennen Sie den Namen von diesem Mann? Borgelt. Dieser Mann hat ganz sicher mit dem Mord nichts zu tun. Wissen Sie, er tat mir persönlich sehr leid. Er war innerlich sehr traurig und hilflos. Er wollte wissen, warum Dr. Lessner nicht zur Beerdigung seiner Tochter gekommen ist. Wann war die? Vor 2 Wochen. Und warum ist er nicht hingegangen? Es hat ihn nicht mehr interessiert. Es tut mir leid, es so sagen zu müssen, aber so war's. Sagen Sie, gab's heute Abend irgendwie Streit oder hat dieser, wie heißt er, Borgelt, Drohungen geäußert? Nein. Im Gegenteil. Er sagte, Sie sehen mich nie wieder. Wo erreichen wir Borgelt? Was haben Sie sich denn heute angesehen? Bilder in der Pinakothek. Großartige Bilder. Diese unglaublichen menschlichen Bemühungen, menschlichen Fleißes. Also sind Bilder dabei, beim Ansehen glaubt man, das Herz des Malers schlagen zu hören. Und man fragt sich, wie hat es geschlagen? Voller Freude, voller Angst, glücklich oder traurig? Sie machen sich eine Menge Gedanken. Wenn man lange genug lebt, bleiben sie einem nicht erspart. Zuweilen erschrecken sie einen. Leichtes Essen heute. Bei uns in der Küche fragt man sich schon, wer Sie sind, und alle strengen sich mächtig an, es Ihnen recht zu machen. Sagen Sie der Küche meinen Dank. Ich fühle mich bei Ihnen hervorragend aufgehoben. Sehr gut. Jemand möchte mit Ihnen sprechen und fragt, ob er zu Ihnen raufkommen kann. Worum es geht? Ich möchte mit ihm über seine Tochter sprechen. Sagen Sie dem Herrn, dass ich ihn erwarte. Es tut mir leid, Sie essen. Da störe ich. Ich warte draußen, ja? Nein, nein, ich habe gegessen. Aha. Ich weiß nicht, wer Sie sind, aber Sie haben etwas gesagt, was Ihnen bei mir jede Tür öffnet. Sie wollten über meine Tochter mit mir sprechen. Ja, ich bin von der Kriminalpolizei. Mein Name ist Derek. Und ich habe gestern Abend schon von Ihnen, von Ihrer Tochter gehört. Gestern Abend? Ja. Sie haben doch diesem Dr. Lessner, dem haben Sie doch einen Besuch gemacht. Dr. Lessner, ja. Ich habe diesen Mann kurz aufgesucht und ein paar Worte mit ihm gewechselt, die ihm möglicherweise nicht sehr gefallen haben. Sie wissen, weshalb ich diesen Mann aufgesucht habe? Hat er darüber geredet? Nein, also das konnte er nicht mehr. Ich habe ihn ja erst kennengelernt, als er schon tot war. Als er tot war? Ist er tot? Ja, er ist gestern Nacht in seinem Schlafzimmer erschossen worden. In seinem Schlafzimmer? Ja. Wo die Bilder von Miro hängen.
wo die Bilder von Miro hängen. Woher wissen Sie das? Meine Tochter hat es mir erzählt. Und sie auch beschrieben. Weiße, leere Flächen, darin Farbtupfer und Linien. Vor diesen Bildern ist er gestorben. Ja. Ja, ich meine, der Mörder hat ja immerhin 3 Schüsse auf ihn abgegeben, nicht wahr? Und bei dieser Gelegenheit haben wir auch erfahren, weshalb Sie Herrn Lessen aufgesucht haben. Nicht wahr? Und dann daraufhin habe ich Ihren Aufenthalt ermitteln lassen. Ich habe ihm gesagt, Sie haben meine Tochter umgebracht. Ja, das stimmt aber nicht. Ihre Tochter hat Selbstmord begangen. Dieses Mädchen, ja. Sie mochte ihr Leben nicht mehr und hat es beendet. Sie hatte die Angewohnheit, sich selber mit einer Videokamera aufzunehmen und sie schickte mir die Kassetten. Darf ich Ihnen eine zeigen? Ja, bitte. Wissen Sie, es spricht sich leichter, wenn man weiß, worüber man spricht. Wollen Sie nicht etwas trinken? Oh nein, nein, danke. Aber bitte nehmen Sie doch Platz. Ja, danke sehr. Hallo, Papa. Für heute habe ich mir den Hörsaal unserer Uni ausgesucht. Also, es war höchste Zeit, dass ich dir auch mal von hier aus was sage. Was machst du denn da? Selbstabnahmen? Nein, verschwinde mal. Ich spreche gerade mit meinem Vater und da störst du. Na, dann grüß ihn schön von mir. Also, ich wollte dir nämlich was sagen, Papa. Ich habe das Gefühl, als mache ich jetzt ein ganz ernstes Gesicht und du könntest Angst haben, es kommt jetzt was Unangenehmes. Aber es ist nichts Unangenehmes. Ich bin im Augenblick nur ein bisschen durcheinander, weil ich nicht weiß, ob es richtig ist, was ich studiere. Jura. Oh, armer Papa, du bekommst jetzt bestimmt Angst. Nein. Ich schaue auch nur mal in andere Kollegs rein. Beispielsweise Biologie. Ich habe ja gar nicht gewusst, wie toll Biologie ist. Plötzlich wird mir klar, dass ich überhaupt keine Ahnung gehabt habe, wo ich eigentlich lebe. Ich bekomme jetzt ein ganz anderes Drumherum-Gefühl. Bestimmt ein komisches Wort, aber irgendwie richtig, finde ich. Ich krieg einen Blick für das, jetzt sage ich es nochmal, drumherum. Und ich weiß jetzt auch, dass ich noch gar nicht weiß, wo eigentlich mein Platz ist. Denn irgendwo gibt es ihn doch. Den maximalen Platz für jeden. Im ganzen Drumherum. Das ist sie, meine Tochter, das war sie. Sie lernte Dr. Lessner in jener Phase kennen, in der sie bemüht war, ihren maximalen Platz in diesem ganzen Lebensdrumherum, wie sie es sagte, zu finden. Eine Phase, in der junge Menschen, so wie ich es sehe, ziemlich schutzlos sind. Der Mann, der vorgab, sie zu lieben, gewöhnte sie an Kokain. An Kokain? Und Sie werden sich doch erkundigt haben, wer dieser Mann ist. Er hat einen festen Platz in der hiesigen Gesellschaft. Man kennt ihn, man liest über ihn, besonders über seine Partys. Und meine Kleine, sie war auf dem Weg abwärts, ohne es zu erkennen. Auf einem Weg, auf dem am Ende der Tod stand. Deswegen sagte ich gestern Abend zu Dr. Lessner, Sie haben sie umgebracht. Wann sind Sie nach München gekommen? Gestern Mittag. Nur um Dr. Lessner aufzusuchen? Das war einer der Gründe. Die anderen Gründe? Ich bin hier meiner Tochter unglaublich nah. Ich verstehe. Herr Borgelt, wo waren Sie gestern zwischen 22 Uhr und Mitternacht? So, darf ich abräumen? Bitte kommen Sie herein. Sie können gleich eine Frage beantworten.
Wo war ich gestern Abend zwischen 10 und 12 Uhr? Sie waren im Restaurant beim Essen. Der Vater. Als Lessler ermordet wurde, da saß er im Restaurant. Der Vater. Du meinst, es ist eigenartig. Er hat mir eine Kassette vorgeführt, wo seine Tochter drauf war. Und ich muss sagen, ein solches Mädchen zu verlieren, du, das muss ein unerträglicher Gedanke sein. Wir haben uns erkundigt. Borgel hat sein Geschäft in Bernkastel aufgelöst, verkauft. Er hat alles aufgegeben. Man kann auch so sagen, er hat Schluss gemacht. Und dann fährt er nach München, mietet sich eine teure Suite in einem noblen Hotel und bestellt Festessen. Ich begreife das nicht. Wir sind da, Nummer 79. Wollen Sie nicht ausstellen? Warten Sie hier bitte. Entschuldigen Sie, mein Name ist Borgelt. Und wer sind Sie? Ich sehe, dass Ihnen mein Name bekannt ist. Natürlich ist er mir bekannt. Was wollen Sie von mir? Ich bin nur gekommen, Ihnen eine Frage zu stellen. Warum waren Sie nicht auf der Beerdigung meiner Tochter Susanne? Vor 3 Tagen ist mein Onkel erschossen worden, dem Sie dieselbe Frage gestellt haben. Kommen Sie mal rein. Was haben Sie mit dem Mord an meinem Onkel zu tun? Rühren Sie sich nicht. Und jetzt sagen Sie mir, was Sie wirklich von mir wollen. Meine Tochter hat sie mir ja beschrieben. Sehr freundlich, sehr liebevoll, ganz begeistert. Ich habe alles, was meine Tochter mir sagte, nie in Zweifel gezogen und freute mich für sie. Ich dachte, nun, sie macht ihre Erfahrungen. Man findet ja nicht immer sofort den Menschen, der zu einem passt. Man geht durch Irrtümer hindurch. Sie waren ein Irrtum. Was werfen Sie mir vor? Ja, was? Kälte. Gefühlskälte und damit verbunden totale Gleichgültigkeit gegen jeden. Ich sehe sie an und ich weiß, dass ich recht habe. Bitte um Entschuldigung, ich wollte Sie nicht stören. Ja, bei Lessner. Rosanna? Borgelt war hier. Er hat mir die gleiche Frage gestellt. Warum ich nicht auf der Beerdigung von seiner Tochter war. Borgelt. Derek, Sie sind also immer noch in München. Ja, ich bin auch hier. Das ist gut. Ich hätte Sie gerne noch mal gesprochen. Darf ich Ihnen einen Vorschlag machen? Wie wär's mit heute Abend? Oder noch besser, darf ich Sie zum Essen einladen? Oh, ja, das ist eine gute Idee. Herzlich gerne, ja. Ich esse abends immer sehr spät. Wie wär's gegen 10 Uhr? Ich weiß genau, wann Sie essen. Dann bis 10 Uhr. Er hat mich zum Essen eingeladen. Hat er gesagt, warum er noch in München ist?
Nein, das hat er nicht. Na bitte. Ich komme hinunter. Ich freue mich, dass Sie meine Einladung angenommen haben. Aber die Freude ist ganz auf meiner Seite. Bitte nehmen Sie Platz. Danke sehr. Ich habe uns ein Menü zusammengestellt. Hoffentlich findet es Ihren Beifall. Wir können anfangen. Sagen Sie, essen Sie jeden Abend so? Nein, nur an besonderen Tagen. Ah ja. Und was sind für Sie besondere Tage? Die ich dazu mache. Ich freue mich, dass Sie mein Gast sind. Danke. Herr Borgel, es ist gut, dass wir heute Abend zusammen sind. Wissen Sie, Herr Borgel, mir gehen die Bilder Ihrer Tochter, die Bilder, die Sie mir gezeigt haben, die gehen mir nicht aus dem Kopf. Ja, nicht wahr? Was meinen Sie, wie oft ich mir diese Bilder angesehen habe? Und dabei überstürzen sich die Gedanken oder kristallisieren sich auch zu einer Frage, wie schwer es heutzutage für junge Menschen ist, sich in dieser Welt zurechtzufinden. Für alle jungen Leute gibt es da einen kritischen Punkt. Die Welt macht ihnen Angebote, alles liegt vor ihnen, sie brauchen nur zuzugreifen. Und zugleich wird ihnen eine Aufgabe gestellt, eine schwierige Aufgabe, für die sie nur unzureichend vorbereitet sind. Sie müssen unterscheiden können. Denn das Schöne ist nicht immer schön, das Gute nicht immer gut. Und das, was vorgibt, wahr zu sein, ist nicht immer wahr. Langweilig Sie? Oh nein, nein, durchaus nicht, nein. Die Welt machte meiner Tochter Angebote und sie wählte. Das Schöne, das nicht schön war, das Gute, das nicht gut war. Und das, was sie für wahr hielt, und nicht die Wahrheit war. Sagt Ihnen der Wein zu? Oh ja, das ist ein ausgezeichneter Mosel. Ich bin da zu Hause, wissen Sie, ich kenne die Weine. Und doch haben Sie dort alles aufgegeben, wie ich gehört habe. Ich habe ganz plötzlich die Lust verloren, mich für normale Geschäfte zu interessieren. Glauben Sie mir, das ist ein unglaublicher Moment, Dinge unwichtig werden zu sehen. Und zwar total unwichtig. Irrsinniges Erstaunen erfasst einen. Nun ja, also, es ist Ihnen ja nicht alles so total unwichtig geworden. Ach, Sie meinen jetzt dieses Essen, nehme ich an? Ja, ja, das meine ich, ja. Wissen Sie, es sitzt noch jemand mit an diesem Tisch. Ich verstehe. Herr Derrick, Sie werden am Telefon verlangt. Entschuldigen Sie bitte, aber das wird mein Büro sein. Kann ich jetzt den Rotwein haben? Gehen Sie bitte. Stefan? Ja. Wir haben einen neuen Mord. Ein junger Mann ist in seiner Wohnung erschossen worden. Und jetzt sage ich dir seinen Namen. Manfred Lessner. Ja, der Neffe von Dr. Lessner. Der junge Mann wurde vor wenigen Stunden von Herrn Borgelt aufgesucht. Und auch er hat ihm die Frage gestellt, warum er nicht bei der Beerdigung seiner Tochter gewesen ist. Besten Dank für die Einladung. Aber das ist nun zu Ende. Auch für Sie zu Ende. Kennen Sie Manfred Lessner? Ja, das ist der Neffe von Dr. Lessner. Als Susanne süchtig wurde, hat er ihr Heroin besorgt. Es war zugleich sein Geschäft.
Ich habe keine gute Meinung von ihm. Das wird ihn kaum interessieren. Der junge Mann ist soeben erschossen worden. Er ist also tot? Sie haben ihn heute besucht. Ja, das ist richtig. Ich habe ihn gefragt, warum er nicht bei der Beerdigung meiner Tochter gewesen ist. Er hat die Frage nicht beantwortet. Ich fahre jetzt zum Tatort. Sie dürfen die Stadt nicht verlassen. Sie müssen sich zur Verfügung halten. Aber natürlich. Ich mache Ihnen keine Schwierigkeiten. Ich meine, da besteht doch kein Zweifel mehr. Borgert hat mit den Morden zu tun. Das ist doch kein Zufall. Entweder war er es oder es war jemand anderer. Stefan, in seinem Auftrag, jedes Mal, wenn es soweit ist, dieses Festmenü. Und diesmal hat er dich dazu eingeladen. Ja, irgendetwas dagegen zu sagen? Nein, wirklich nicht. Ja, was hast du denn für eine Meinung von dem Borgelt? Weiß nicht, kenne ihn ja kaum. Er wirkt sympathisch, aber was heißt das schon? Ich meine, es geht ja jetzt um die Frage, wer ist Susanne Borgelt eigentlich? Das heißt, wer war sie? Das ist alles über den Tod von Susanne Borgelt, was wir bis jetzt erfahren konnten. Sie hat sich aus einem Fenster gestürzt, aus einem dritten Stock. Gehört zum Studio von einem Pornofilmer. Tja, das war ihre Endstation. Das ist ihr wohl klar geworden. Und hat das nicht mehr ertragen. Wenn du mehr wissen willst, hier haben wir die Berichte von einer Therapiegruppe. Das sind ehemalige Süchtige, die haben sich zusammengeschlossen zu einer Gruppe, um ihren Leidensgenossen zu helfen. Die haben sich auch um Susanne Borgelt gekümmert. Kommen Sie nur herein in unser Büro. Wenn man Büro dazu sagen kann. Aber Sie sehen, wir haben einen Schreibtisch, ein Telefon, einen Aktenschrank und genug Sekretäre. Um es genau zu sagen, einige wohnen auch hier. Das sind die Vögel, die noch zu schwach sind, um zu fliegen. Johannes, bringst du uns mal einen Kaffee? Wir haben auch eine funktionierende Kaffeeküche. Also, es geht um Susanne. Es geht um Susanne, ja. Die hat auch eine Zeit lang hier gewohnt. Wenn ich an sie denke, wird mir ganz schlecht. Weil wir da nämlich versagt haben. Eine Zeit lang war Susanne ja clean. Irgendwie hatte sie es reingekriegt in ihren Schädel. Am Anfang war da natürlich Heulen und Zähne klappern. Wie bei jedem Entzug. Sie können sich bestimmt vorstellen, wie schwer das ist, durchzuhalten. Das ist wie, als hängen sie wie an einer Felswand. Sie halten sich mit den Fingerspitzen über dem Abgrund und dann fragen sie sich, deine Kraft, das bisschen, das du hast, geht das weg? Sie hat losgelassen, sehe ich das richtig? Ja. In diesem miesen Pornoladen, da war ihr der freie Fall lieber. Und da haben wir dann, wie für jeden, der es nicht schafft, eine Kerze hier angesteckt. Erzählen Sie mal mehr von Susanne Borgelt. Alles, was Sie wissen. Das ganze traurige Kapitel. Der Kerl vom Pornoladen hat nicht locker gelassen. Wollte sie für seinen Dreck da haben. Hat sie auf der Straße abgefangen. Das Geld schon in der Hand. Hat sie gesagt, behalt dein Scheißgeld. Und da hat er es anders gemacht. Hat ihr den Stoff gleich gegeben und die Nadel dazu. Ziemliches Schwein, nicht wahr? Da ist sie schwach geworden.
und tat, was der wollte, vor seiner dreckigen Kamera. Wissen Sie, wie das ist, wenn man sich vor sich selber ekelt? Da sagt der Tod plötzlich: Komm, ich bin dein Freund. Sie hatten angerufen. Ich möchte mir Ihr Filmstudio mal ansehen. Ah, bitte sehr. Sehen Sie sich nur alles an. Es ist bestens eingerichtet. Technisch ist alles da. Zwei Kameras, ein Schneidetisch im Nebenraum. Ich biete es gern und sehr günstig an. Alle Kunden, die in diesem Studio gearbeitet haben, waren sehr zufrieden. Es eignet sich sehr gut für Privatfilme. Jeder Art. Sie führen auch Regie? Ja, das mache ich alles. Ich produziere, mache Regie und bin mein eigener Verleiher. Sagen Sie mir nur, wenn Sie das brauchen. Bei Tonaufnahmen keine Schwierigkeiten. Es ist wenig los auf dem Hof. Ich wollte mir das nur mal ansehen. Jetzt habe ich es gesehen. Vielen Dank. Keine Ursache. Was gibt's denn heute Abend? Kalbfleischsuppe mit Pilzen, Seezunge, Rebhuhn mit Linsenpüree und Quittenkraut. Ich hätte gern ein Gläschen Champagner vorweg. Hast du die Nummer von den Pornoschuppen, Hai? Ja, Moment mal. Was hältst du eigentlich von diesen Therapieleuten? Imponierend. Meldet sich niemand. Den Ventilator etwas näher. Ja, noch näher, komm. Und lass die Haare drehen. Ja, so, okay. So, Andreas. Du studierst Staub? Geht noch wieder? Ja, Moment, bitte. Da kommst du eigentlich so schüchtern. Was ist denn? Du wirst am Telefon verlangt. Ich habe gesagt, kein Telefon jetzt. Wer ist denn dran? Kriminalpolizei. Ja, schon wieder los. Moment mal. Mach das Licht auf. Das kostet nur mein Geld. Herr Staub hier, wer ist denn da? Kriminalpolizei, Moment mal bitte, ich verbinde mit Herrn Derrick. Was wollen Sie schon wieder von mir? Moment, ist jemand an der Tür? Ich stecke mit in einer Produktion. Ja, warten Sie mal. Mach das Licht aus, habe ich gesagt. Hallo? Hallo? Hören Sie, hier ist die Polizei. Keine Panik, bleiben Sie ganz ruhig. Bleiben Sie dort, wo Sie sind und verändern Sie nichts. Wir kommen sofort vorbei. Rufst du Borge dann? Ja. Geben Sie mir bitte das Restaurant, ja? Ja, Herr Borge, das ist im Restaurant. Er isst gerade. Mein Name ist Derrick. Ich habe gestern Abend mit ihm gegessen. Sagen Sie ihm, ich komme noch vorbei zum Nachtisch. Guten Abend, Herr Borge. Das ist gut, Sie sind noch beim Wein. Ein Bordeaux. Ich habe schon ein zweites Glas bestellt. Das brauchen wir nicht. Gehen wir in Ihre Suite. Ich habe noch nicht alle Kassetten gesehen. Ich weiß, ich habe dir lange keinen Film mehr geschickt. Hörst du, Papa? Ich habe irgendwie den richtigen Weg nicht gefunden. Er war da,
Dann war er wieder weg. Irgendwie kam ich mir vor, als hätte ich mich verlaufen. Ich wollte es dir immer recht machen. Ich wollte, dass du stolz bist auf mich. Dass du sagen kannst, wenn dich jemand fragt, wie geht es denn der Susi, dass du dann sagen kannst, der geht es glänzend, im Moment nicht so gut, aber die schafft das schon. Du weißt, ich habe es eine Weile lang nicht geschafft, weil, komisch, ich stand mir irgendwie selbst im Wege. Ich rannte immer gegen mich selber. Blödes Gefühl, sag ich dir. Aber jetzt schaffe ich mich sozusagen beiseite und dann finde ich ihn schon wieder den richtigen Weg. Die Kassette ist noch nicht zu Ende. Das Wesentliche haben Sie gesehen. Ich möchte weitersehen. Herr Borgelt, ich kann die Kassette beschlagnahmen. Bitte geben Sie sie her. Ich bin jetzt wieder ganz optimistisch. Und das hat einen Grund. Kommst du mal bitte? Bin ich jetzt drauf? Ja, jetzt sind wir beide drauf. Los, jetzt sag mal was. Guten Tag, Herr Borgelt. Sie sehen, Susanne und ich sind Freundinnen. Ich habe Sie... Darf ich das jetzt so sagen, wie es mir auf der Zunge liegt? Ja, klar. Also ich habe Sie auf der Straße aufgelesen. Wie eine Katze, die sich verlaufen hat. Ich habe Sie auf den Arm genommen und hierher gebracht. Und jetzt sage ich Ihnen, was Sie freuen wird, als Vater und überhaupt, weil die Susanne ein tolles Mädchen ist. Was? Ach, übertreib doch nicht. Ich übertreibe überhaupt nicht. Sie ist ein tolles Mädchen. Und weil sie eine Menge in sich hat, das wir nicht verloren geben. Also, ich passe jetzt auf Sie auf, dass ihr nichts mehr passiert. Und darauf gebe ich Ihnen eine Garantie. Mit den Typen von einst, die ihr das Genick brechen wollten, hat sie nichts mehr zu tun. Okay, Papa. Die Sache ist wohl klar, Herr Borgelt, nicht wahr? Ihre Tochter war ein Obhut einer Therapiegruppe. Aber was sie Ihnen da sagen wollte, das war... Okay, Papa, es ist alles okay. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Du siehst, man hilft mir. Um mich herum sind nur Freunde und alle wollen mir helfen. Und da hat es dieser dreckige Pornofilmer doch tatsächlich geschafft, ihre Tochter wieder rückfällig werden zu lassen. Hm? Naja, er ist ja dafür bestraft worden. Man hat ihn soeben erschossen. Und sie wussten es. Sie wussten, dass er erschossen wird. Sie wussten immer, wer wann wo erschossen wird, nicht wahr? Das haben sie gefeiert. Um Himmels Willen, das haben sie gefeiert wie ein Fest. Kommen Sie herein. Ich weiß, was Sie sagen wollen. Okay. Papa, es ist alles okay. Waren Sie es, die es nicht ertragen konnte, wie dieses Mädchen ruiniert und in den Tod getrieben wurde? Ja.
Vater konnte es nicht ertragen. Und ich konnte es nicht ertragen. Wir haben sie beide geliebt. Das gibt ihnen nicht das Recht zu töten. Mord gegen Mord. Gewalt gegen Gewalt. Nein. Diese Rechnung geht nicht auf.